Ich zeige dir heute, wie man auch zu Hause mit nur einem Ball und einer Couch was für sein Ballhandling machen kann. Zu Beginn wollen wir einfach nur starten mit einem kleinen Theorieteil. Und zwar, wenn ihr schon Basketball spielt und euer Trainer schon was zum Wurf gesagt hat, vergesst alles, was ich sagen will. Für alle Beginner und alle, die Bock haben zu lernen, wie man ein bisschen wirft, hört ganz genau zu. Und zwar gibt es drei verschiedene Optionen, meiner Meinung nach, wie man eben seine Finger platzieren kann auf den Ball. Dazu nehmt ihr eure dominante Hand, bei mir ist es die rechte Hand, und legt, erste Option, euren Zeigefinger auf das Ventil, also da, wo die Luft reinkommt, ist auf jeden Fall die Mitte des Balles. Option 2, ihr legt euren Mittelfinger auf. Option 3, ihr nehmt die beiden Finger und lasst das Ventil dazwischen platzieren. Je nachdem, was euer dominanter Finger oder Finger sind, klappt ihr ab am Ende und lasst am besten zu euch zeigen. Okay? Übung dafür, ihr legt euch einfach hin auf die Couch mit dem Rücken und justiert eure Finger, genau wie gerade gelernt, auf den Ball. Legt euch hin und versucht den Ball einfach mal nach oben zu spinnen. Umso schneller ihr eure Hand abklappt, desto schneller ist auch die Spin-Bewegung und die Rotationsbewegung. Und die ist so wichtig, enorm wichtig beim Basketball, damit ihr so wenig Kraft wie möglich aus eurem Arm oder aus dem Bein nimmt, sondern mehr die Physik das machen lässt. Das gleiche könnt ihr auch machen mit der vermeintlich schwachen Hand, um das Ganze zu üben. Und immer mal wieder nachjustieren, wenn der Ball mal verloren geht, gar kein Problem, wiederholen. An die Handfläche wieder dran halten. Hey Leute, willkommen zu unserem Homeworkout für Basketballer. Wir zeigen euch heute ein paar Übungen, die ihr ganz, ganz einfach zu Hause nachmachen könnt und die für jeden sind. Das heißt, ob ihr jetzt jung oder alt seid, ist völlig egal. Es geht nur darum, ein bisschen mit dem Ball Übungen zu machen, die euer Dribbling verbessern und sozusagen über die Zeit, wo ihr nicht raus könnt und in die Halle könnt, einfach nicht ganz so voll zu Hause rum. Wir fangen an um die Hüfte herum. Talking while you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no goddess. Bitte Zeit, immer schneller werden. Gleich machen wir um die Beine herum. Die Beine schön zusammen. Und Rücken gerade, nicht so runterbücken, sondern mit dem Rücken gerade nach unten. You got it, girl, you got it. Wir wollen einmal schön um den ganzen Kopf herum, das heißt wirklich nicht einfach nur hier oben, sondern um den ganzen Kopf herum. Einmal so weit bewegen. Fang oben an und arbeiten uns runter. Fang an. You're the only one I'm trying to make love to. Picking and choosing. Game really love you. Running game using. All your stupid exes, they gon' come again. Tell them that a real nigga's stepping in. Don't let them niggas try you. Test your patience. Tell them that it's over. Ain't no debating. All you need is me playing on your playlist. You ain't gotta be frustrated. I know I'm one out. Das heißt, wir gehen einmal schön in die Knie und fangen am linken oder am rechten Bein an, um nur ein Bein das gleiche zu machen. Rücken wieder gerade, am besten nicht immer auf den Ball gucken. Das gleiche. Und das gleiche. Put this gun on safety. I hate that you just said you hate me.
down on my gravity. You got me sleeping with the lights on. Versuchen das Ganze mit einem Arm zum Partner zu passen. Das heißt, wichtig ist dabei einfach nur darauf zu achten, dass ihr aus dem Handgelenk heraus wirft, dass ihr schön abknickt und wirklich eine schöne Kurve habt, so wie es beim Wurf auch Das ist einfach eine Sache in der Übung. Das heißt, wenn ihr den Ball auf den Finger rollen wollt, dann müsst ihr üben. Anders kann man das nicht lernen. Versuchen wir. Mit dem Homeworkout. Es gibt natürlich noch unzählige Übungen. Versucht alles Mögliche einmal durchzugehen. Und dann freuen wir uns, dass wir uns hoffentlich nach den Ferien wiedersehen. Toi, toi, toi. Und euch bitte, an euch bitte, bleibt zu Hause und bleibt gesund. Passt auf euch auf.